Hallo, mein Name ist Magali Verrocco. Ich stamme aus Luxemburg, wo ich zurzeit auch lebe und habe sehr unterschiedliche familiäre Wurzeln. Somit hat Gedenken für mich schon alleine von meiner Herkunft her einen großen Stellenwert. Einerseits sind da die italienischen Wurzeln väterlicherseits und mütterlicherseits sind es halt meine ukrainischen Wurzeln. Ich hatte die Möglichkeit und das Glück, meine Großmutter die ersten 12 Jahre meines Lebens kennenzulernen, wodurch ich halt auch auf ein paar Sachen gestoßen bin, die mich immer noch in meinem Leben begleiten. Dazu gehört unter anderem dieses Ostarbeiterzeichen, das meine Großmutter halt als Ostarbeiterin während des Zweiten Weltkrieges tragen musste. Sie hat dieses Zeichen Zeit ihres Lebens behalten und ich habe dieses Zeichen in einer Kiste wiedergefunden. Durch dieses Zeichen bin ich aber auch auf Recherchen gestoßen über meine Großmutter, die es mir ermöglicht haben, halt etwas mehr über diese Frau und ihr Leben kennenzulernen. Und so habe ich unter anderem herausgefunden, dass ich immer noch Familie in der Ukraine habe, die ich sehr bald besuchen will. Zum Internationalen Tag der Befreiung grüße ich alle Menschen in Europa und in der Welt. Und ich hoffe, dass wir immer wieder Möglichkeiten haben, zusammenzufinden, um zu gedenken und um über die Befreiung halt auch nachzudenken. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, alles Liebe und schicke sehr liebe Grüße nach draußen. Tschüss.